Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Beim Huawei Nova 9 habt ihr natürlich eine riesengroße Anzahl von Apps, die ihr euch installieren könnt. Wie ihr Apps auf eurem Nova 9 installieren und löschen könnt, das zeigt euch Nina in diesem Video. Viel Spaß! Hallo, ich bin Nina und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr beim Huawei Nova 9 Apps installieren und aber auch wieder löschen könnt. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Und wir haben hier ja eben nicht den Google Play Store, sondern unsere Huawei App Gallery. Und da schauen wir jetzt als erstes mal rein und suchen uns mal ein paar Apps aus, die wir denn vielleicht installieren wollen. Wir schauen, wir sind hier gerade einfach mal auf dem App-Reiter und schauen jetzt einfach mal hier die Rangliste an. Zum Beispiel können wir jetzt einfach mal Telegram installieren. Wir wählen dann die App einfach einmal aus und sagen dann hier etwas weiter unten installieren. Wir sehen dann auch, wie viel Speicherplatz die App erstmal beanspruchen wird. Wir warten dann ab, bis die Installation abgeschlossen ist und sehen dann, wir können die App jetzt hier direkt öffnen. Wir machen das aber gleich einmal über unseren Homescreen. Wir schauen jetzt erstmal, was wir hier noch installieren können. Vielleicht eine Wetter-App, das ist ja auch wirklich immer ganz praktisch. Und dann seht ihr, ihr müsst auch nicht zwingend erst die App auswählen, sondern könnt hier einfach direkt auf Installieren gehen. Vielleicht auch noch den DB-Navigator. Wir sagen Installieren. Und dann haben wir jetzt ja schon ein paar Apps installiert. Vielleicht nehmen wir hier einfach noch Zalando mit. Und dann schließen wir jetzt hier gleich mal unsere App-Gallery und swipen hier mal zur Seite, denn jetzt sehen wir, dass wir hier unsere runtergeladenen oder neu installierten Apps alle auch hier finden. Das heißt, wir können jetzt hier direkt auf die zugreifen und so natürlich jederzeit noch weitere Apps auch aus der App Gallery herunterladen. Wenn es jetzt aber darum geht, die Apps wieder zu löschen, dann habt ihr unterschiedliche Möglichkeiten und wir drücken jetzt einfach mal länger auf so eine App und sehen dann hier schon direkt deinstallieren. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel hier einfach sagen deinstallieren und werden dann hier informiert, möchten Sie diese App deinstallieren. Wir sagen okay und wir sehen auch, die App verschwindet hier jetzt direkt von unserem Homescreen. Das heißt, die App ist auch wirklich gelöscht, dementsprechend auch die dazugehörigen App-Daten. Und wir machen das Ganze jetzt nochmal bei einer anderen App und wir sehen halt, wenn wir die jetzt hier, wie wir das zum Beispiel von anderen Herstellern kennen, so bewegen, dann haben wir hier keine Option zum Löschen, sondern eben wirklich nur, indem wir da einmal raufhalten und dann auch bei Telegram sagen würden, wir möchten die App deinstallieren. Dann werden wir hier auch jeweils nochmal benachrichtigt und die App wird, wie gesagt, sofort komplett deinstalliert. Ansonsten habt ihr dann aber auch die Möglichkeit, nochmal in eure App Gallery zu gehen, zu Nutzer, und könnt dort zum einen Aktualisierungen einsehen, also sollten beispielsweise Aktualisierungen für Apps vorhanden sein. Da sehen wir jetzt aber hier, alle Apps sind auf dem neuesten Stand. Und dann können wir hier aber auch nochmal zu Käufen gehen. Und dann sehen wir jetzt hier unter Apps und Spiele, dass jetzt hier auch wieder all unsere installierten Apps eben auftauchen. Ganz egal, ob wir die jetzt gekauft haben oder ob man die eben kostenlos herunterladen konnte. Und das heißt, hier habt ihr auch nochmal einen guten Überblick und ihr seht eben schon, die beiden Apps, die ich vorhin bereits deinstalliert habe, die tauchen jetzt zwar noch in der Liste auf, aber ich müsste jetzt eben hier sagen, neu installieren. Ja, ansonsten bleibt das Deinstallieren wirklich super einfach, denn wir können es jetzt hier auch noch einmal auswählen. Wenn wir beispielsweise auf die Rossmann-App länger gedrückt halten, sagen wir auch hier einfach wieder deinstallieren. Und so könnt ihr eben Apps auch schnell mal wieder loswerden, wenn ihr sie gar nicht mehr gebraucht. Ansonsten muss aber gesagt sein, dass ihr eben nicht alle Apps löschen könnt. Einige sind eben auch vorinstalliert. Wir können uns das Ganze mal bei Snapchat zum Beispiel angucken, können wir problemlos installieren, obwohl das eine bereits vorinstallierte App war. Aber wenn es hier zum Beispiel natürlich an die Huawei-Apps geht, zum Beispiel natürlich können wir die App-Gallery nicht löschen. Da passiert eben gar nichts, wenn wir da länger draufhalten. Und Gleiches gilt natürlich für Apps wie beispielsweise die Galerie. Auch die können wir nicht komplett löschen. Aber zum Beispiel auch bei Help sehen wir, dass das zum Beispiel auch deinstalliert werden kann. Ja, so viel also zum Thema Apps installieren und löschen beim Huawei Nova 9. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, dann gebt uns doch gerne einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt uns die auch gerne jederzeit in die Kommentare. Und abonniert den Kanal, damit ihr hier keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!